Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Best-Practice-Reihe So kann's gehen, wie Lehrerinnen und Schülerinnen die virtuelle Schule wuppen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und werden gleich auch schon einführende Worte zu der Folge sagen. Vorher möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgenommen wird. Sie somit bitte Ton und Video erst einmal ausschalten. Sie können Ihre Fragen gerne im Chat, das sehen Sie unten in der grauen Leiste oder oben in der grauen Leiste, ist dort ein Fenster. Wenn Sie auf die drei Punkte klicken, sehen Sie dort das Fenster Chat. Dort können Sie gerne Ihre Fragen stellen. Sie können das Fenster Teilnehmer nutzen, um auch Ihre Hand zu heben, um später mit Fragen oder Kommentaren sich hinzuzuschalten. Und da sind auch weitere Symbole, die Sie noch nutzen können, um sich mitzuteilen. Und gerne stellen Sie Fragen in den Chat. Wir werden diese Fragen sammeln. Die Kollegin Verena von der Heraeus Bildungsstiftung wird sozusagen das hinterher einmal für uns kondensieren, sodass wir auch die Fragen anbringen können. Und damit würde ich jetzt übergeben an Berit Moosbrugger von der Heraeus Bildungsstiftung, die jetzt einmal einführt und begrüßt in das Webinar. So, danke, Kolja. Jetzt nochmal, ich war zu schnell. Auch von mir. Jetzt nochmal herzlich willkommen zur zweiten Folge. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Trotz dieser stark eingeschränkten Aktionsradiuses befinden wir uns gerade alle ein gutes Stück außerhalb unserer Komfortzone. Und ja, es gibt ein paar Menschen unter uns, die diese Komfortzone gerne und freiwillig jeden Tag bewusst verlassen. Wenn es Ihnen aber so geht wie mir, dann gelingt es mit dem Verlassen der Komfortzone mit so einem kleinen Schubser oder einem Lockruf schon ein bisschen leichter. Und das macht die Situation gerade irgendwie mit uns, oder? Sie schubst uns. Und wir als Team aus Accenture, der Pacemaker-Initiative und der Heraeus Bildungsstiftung haben großen Spaß daran, gemeinsam mit Ihnen allen, mit Schulen zu sprechen, die dieses Schubsen als Lockruf verstehen. Als Lockruf, es ihren Schülern und Schülerinnen gleich zu tun und zu lernen. Oft genug auch von ihnen. Und warum machen wir drei das in Kooperation eigentlich? Weil wir Schulen auf unterschiedliche Art beim Lernen außerhalb dieser Komfortzone unterstützen können und wollen. Accenture auf der einen Seite engagiert sich als Unternehmen mit seiner Beratungskompetenz beim Einsatz von Technologie. Accenture betreibt eine digitale Lernwerkstatt und macht dort Digitalisierung verständlich. Da gibt es Selbstlernangebote für Schüler und Schülerinnen, für Lehrkräfte gibt es Unterrichtsmaterialien und außerdem unterstützt ein Team von Accenture gerade Schulen bei der Implementierung und der Arbeit mit Microsoft Teams. Julia Stettner ist von Accenture bei uns und wird uns heute auch gelegentlich Einblicke in die Berufswelt gewähren. Dann haben wir meinen freundlichen und charmanten Kollegen Kolja Brandstedt, mit dem ich gemeinsam moderieren darf, von der Pacemaker-Initiative, die befähigt Schulen, ihren eigenen Weg bei der Digitalisierung zu finden. Neben Schulentwicklungsangeboten, der Qualifizierung von Lehrerinnen und Schülerinnen, werden diese Schülerinnen als Experten ausgebildet. Das finde ich ganz besonders charmant, um ihre Lehrkräfte bei der Umsetzung von zeitgemäßem Unterricht zu unterstützen. Kolja, es macht total viel Spaß, mit euch gemeinsam gerade viel zu lernen. Und unser Herz, das Herz der Heraeus Bildungsstiftung, schlägt ganz besonders für Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleiter und Schulleiterinnen. Persönlichkeit macht Schule und in diesem Sinn tun wir alles, was Sie in der Ausübung Ihres wunderschönen und aber auch herausfordernden Berufs als Führungspersönlichkeit zu unterstützen. In der Schulleitung, im Klassenraum und eben auch im virtuellen Klassenraum, jetzt und gerade. Und in der ersten Folge, letzte Woche, ist es uns um die Umsetzung von virtuellem Unterricht gegangen. Geschwister Schuld Schule aus Bensheim war da und die Helene Lange Schule aus Wiesbaden. Und die haben uns inspiriert, wie Theater- und Deutschunterricht stattfinden können, ohne Anwesenheit in der Schule. Es ist ein wunderbarer Comic dabei entstanden und ich glaube, die Transparenz bei der Vorbereitung von einem Theaterstück ist dank des Einsatzes von einem digitalen Tool ordentlich gestiegen. Und heute wollen wir uns aber dem Thema Kommunikation widmen. Kommunikation über die Distanz. Und etwas, das wir das Wir-Gefühl getauft haben. Wie verändert sich dieses Wir-Gefühl, wenn Schülerinnen und Kolleginnen über mehrere Wochen nicht mehr am gleichen Ort sind? Welche Rolle spielt dann Kommunikation? Und wie bleibt die emotionale Verbundenheit erhalten?
Wir lernen dazu zwei Praxisbeispiele aus der Nähe kennen. Zwei Tandems aus Schulleitung, Lehrkraft und Schülerinnen teilen zuerst ihre Erfahrungen mit uns. Und im Anschluss werfen wir einen Blick in die Berufswelt mit der Julia von Accenture. Und dann freuen wir uns darauf, Ihre Fragen aus dem Chat an die Tandems richten zu können. Und bei uns ist die Freie Schule Anne-Sophie aus Berlin, eine staatlich anerkannte Grundschule und bilinguales Gymnasium, an dem der ganztägige Unterricht zweisprachig stattfindet, auf Deutsch und Englisch. Neben dem schulischen Erfolg möchte diese Schule vor allem die Persönlichkeit von Kindern stärken, um sie auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Neben dem Fachunterricht in Klassenverbänden gibt es deshalb auch jahrgangsübergreifende Lernfamilien und sogenannte Lernteams. Dabei ist auch die Nicole Adamik. Nicole Adamik ist eine von 45 Lehrkräften an der Anne-Sophie-Schule. Sie unterrichtet unter anderem den David in Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften und macht das gerne und oft projektbasiert. Und dann ist auch noch bei uns Frau Sabine Marsch. Sie ist die Schulleiterin und damit das Kommunikationsoberhaupt an der Freien Schule sowie Anne-Sophie. Und Kolja, wer ist eigentlich noch bei uns? Heute ist noch bei uns die Gutenberg-Schule aus Darmstadt-Eberstadt, die eine kooperative Gesamtschule ist in einem kleinen Stadtteil von Darmstadt. Und die Schule hat knapp 500 Schülerinnen und Schüler und ein Kollegium von 50 Lehrkräften. Sie haben sich zusammengeschlossen auch mit einer Förderschule, der Mühltal-Schule, die eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen ist. Und da sind heute aus der Schulleitung Arne Huwald mit dabei. Hallo. Und aus dem Lehrerkollegium Viktor Kirchner, die Hallo. Beiden auch mit uns gemeinsam sozusagen die Digitalisierung an der Schule voranbringen in einem Schulentwicklungsprozess. Und besonders freuen wir uns da auch darauf, dass drei Schülerinnen und Schüler mit dabei sind. Einmal die Lea Eichhorn, die auch in unseren Workshops sich beteiligt hat, Maria Hill und Paul Wenkel. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen Hallo. Uns sehr, von euch zu hören. Und ihr werdet gleich nochmal direkt mehr zu euch sagen. Deshalb würde ich jetzt auch hier die Präsentation von unserer Seite erst einmal stoppen. Und ihr dürft einmal einführen. Und genau, da freuen wir uns besonders drauf auf das erste Beispiel. Okay, Kolja, danke schön. Ich übernehme dann mal ganz kurz und starte mal die Bildschirmpräsentation. Die müsste jetzt da sein. Mhm. Jo, gut. Wir sind eine relativ kleine Schule gewachsen und hatten am hatten am Freitag um 18 Uhr die Information bekommen, dass wir am kommenden Montag keinen regulären Unterricht mehr anbieten werden. Vorgabe war schon klar, wie bekommen unsere Schüler Arbeitsaufträge? Das war die große Frage. Wie werden unsere Lehrer eingebunden? Es war nicht klar, wie lange diese Situation läuft, und unsere Herausforderung war, dass wir kein technisches Kommunikationssystem hatten. Das heißt, wir hatten keine E-Mail-Adressen von unseren Schülern. Unsere Schüler hatten zwar die E-Mail-Adressen von uns. Wir haben Instagram und Homepage aber schon benutzt. Ich halte mich kurz, deswegen Viktor. Genau. Also wir hatten keine Plattform, also die Lehrer schon, aber mit den Schülern eben nicht. Und jetzt war die Frage, die Kinder bekommen die Arbeitsblätter ausgeteilt. Und wie geht es dann weiter? Wie können wir dann mit den Kindern weiter in Kontakt bleiben? Und da hatten wir uns am Samstag und Sonntag schnell überlegt, okay, wir könnten einen Online-Speicher mit Cloud nutzen, um dort Dateien zu hinterlegen, zu aktualisieren, Lösungen zu hinterlegen, Arbeitsblätter, Ergänzungen, vielleicht Infos dorthin zu stellen. Sowas wie OneDrive, iCloud oder Dropbox oder noch irgendwas anderes. Dort haben wir dann einen User angelegt. Wir haben, was man unten sehen kann, dann für die verschiedenen Klassen die Ordner angelegt. Und jetzt sollte das an die Kinder kommen. Und da gab es diese Links, aber die waren unwahrscheinlich lang, und deswegen hatten wir die QR-Codes angelegt, sodass das dann durch die Lehrer ausgeteilt werden könnte an dem Montag, wenn es dann losgehen werden würde. Das Problem ist gewesen, dass die Schüler die QR-Codes selbst abholen mussten. Also wir waren davon abhängig, dass die in die Schule kommen. Die nicht kommen, ist dann ein Problem gewesen. Dann sollte die auch so gestaltet sein, dass die Lehrer Schreibrechte haben überall, aber die Schüler da nichts verändern können, also nur Leserechte. Und wir hatten da auch das Problem, dass das so eine einseitige Kommunikation war. Also es ging nur von Lehrern zu den Schülern, aber wir wussten nicht, wurden die Dateien angeklickt, haben die Kinder sich damit auseinandergesetzt, oder die Kinder konnten uns auch nicht antworten.
Und ich würde jetzt die Lea fragen, wie hast du das erlebt und was hast du von anderen Schülern mitbekommen? Wie hat es mit dieser Plattform geklappt? Was waren deine Erfahrungen? Also ja, eigentlich hat es ziemlich gut geklappt, nur wir waren halt auch alle darauf angewiesen, dass das Programm bei uns funktioniert. Und teilweise war es halt auch so, dass manche Schüler da gar nicht drauf zugreifen konnten oder halt sich erstmal eine App downloaden mussten und sich dann erst anmelden mussten und ein Konto erstellen mussten und erst dann an die Arbeitsaufträge kamen. Aber für die Schüler haben wir dann auch uns überlegt, die gar nicht hinkamen, dass halt wir über die Klasse das weiterleiten und so hat es dann schlussendlich doch ganz gut geklappt. Cool. Ja, also die Vielzahl der Probleme war mir da nicht so ganz bewusst. Ich wusste, bei Android ist es ein bisschen schwieriger als iOS, aber das hatten wir dann im Laufe des Geschehens dann erst feststellen müssen. Gut, damit wäre ich fertig. Können wir die nächste? Als zweites hatten wir, wie schon kurz erwähnt, unsere Homepage. Wir haben also versucht, mit Homepage und Mail zu arbeiten, aber auch das ist, wie schon eben erwähnt, wir haben keine Rückmeldung von den Schülern bekommen oder wenig. Uns war bekannt, dass unsere Schüler relativ wenig mit E-Mails kommunizieren, eigentlich gar nicht. Wir hatten die Homepage angelegt, um Notfallinformationen rauszugeben, die E-Mail-Adressen unserer Lehrkräfte, Formulare von den, vom HKM. Sie ist circa 3000 Mal geöffnet worden, bis vor, ich glaube, 14 Tagen war das. Inzwischen haben wir fast 4.000 oder 5.000 Öffnungen. Aber für uns waren gefühlt die Schüler und Schülerinnen nicht greifbar. So, jetzt hatten wir einen weiteren Kanal, nämlich den Instagram-Kanal. Die Instagram war bei uns als Grundform technisch gedacht, als Kommunikation in eine Richtung, das heißt von der Schule zu unseren Schülern und unseren Eltern. So haben wir es auch betrieben, das heißt, wir haben uns mal Informationen zu Veranstaltungen gemacht, mal ein Video oder mal ein Foto. Und was Lea eben... Anne, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Das kam gerade im Chat. Das ja, einfach noch, okay. Genau. Super. Besser? Ja. Gut, also unsere Instagram-Lösung war gedacht als Richtung Schule an die Eltern und an die Schülerinnen. Und so haben wir es auch behandelt und benutzt, nämlich als Informationsvideos oder Hinweise zu Veranstaltungen haben wir hochgeladen. Viel mehr eigentlich nicht. Und dann kam das, was Lea eben ansprach. Das heißt, plötzlich kamen verschiedene Kommunikationswege und wir bekamen Anfragen über den Chat. Wir haben es erst ignoriert und haben gesagt, per Mail bitte. Und sind jetzt dazu übergegangen, auch direkt mit Instagram zu kommunizieren. Inzwischen haben wir ca. 200 Abonnenten. Wir haben Videos erstellt, Erklärvideos, wie man QR-Codes scannt. Wir haben Quizze gemacht. Wir haben Aufrufe gemacht, Ideenwettbewerbe. Maria, kannst du noch was dazu sagen? Habe ich was vergessen? Ja, also dieses Quiz, da, das finde ich gut, dass es so ein Quiz gibt. Aber diese Fragen, die haben so einen kurzen Abstand. Man kann gar nicht richtig nachdenken. Und deswegen war es halt auch schwer, diese Fragen richtig zu beantworten, da man halt irgendwas drücken wollte und man konnte einfach nicht richtig nachdenken. Bei diesem Quiz handelt es sich, wir hatten drei Phasen, das heißt drei Wochen lang haben wir das gemacht, immer freitags, jeweils 30 Fragen haben wir rausgegeben. Und ich glaube, die Zeit waren 15 Sekunden, die man hatte. Das war schon sehr, sehr schnell. Wir haben die ersten drei Gewinner bekommen ein Set aus Stiften, also Preise ausgelobt. Wir hatten ca. 90 Teilnehmer, die alle drei Quiz-Tage mitgemacht haben. Maria, habe ich noch was? Also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Sehr schön. Dann mache ich weiter. Viktor. Ah, ja. Ich habe ein bisschen geschlafen. Also genau, in mir hat die ganze Zeit, also vor allem die erste Woche, ein Wort von der Schülerin, das ich am letzten Tag aufgeschnappt habe, gebohrt und es hat mich nicht losgelassen. Sie hat gesagt, ja, wir bei uns in der Nachhilfeschule, wir machen jetzt die Nachhilfe per Zoom weiter. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen und darüber bin ich dann dazu gekommen, über einen Kollegen dann auch zu Jitsi. Und uns war wichtig, mit den Schülern, mit den Eltern kommunizieren zu können, den direkten Kontakt. Über Mail, das ist trotzdem irgendwie alles vermittelt und das ist nicht direkt genug.
Wir haben eine Jitsi-Sprechstunde. Die komplette Woche waren irgendwelche Kollegen da. Das hatten wir auf der Homepage veröffentlicht, eingerichtet, und dass da Eltern und Schüler sich melden konnten. Und wir haben über Zoom praktisch fast regulären Unterricht gemacht. Ich bin richtig begeistert von diesem Programm. Es ist natürlich nicht so mächtig wie Teams, das wir letztes Mal hatten, aber es ist ziemlich einfach zu handhaben. Man braucht da kein Konto dafür einzurichten. Man muss leider nur die App runterladen. Da sind ein paar Sicherheitsbedenken und so weiter, aber es ist okay. Der Vorteil ist, die Kommunikation ist instant. Es ist in beide Richtungen. Wenn ich zum Beispiel einen Umkreis konstruieren, das erklären soll einem Kind per E-Mail, also gut, ich kann ein Foto schicken, aber die Lösung, ich kann auch gleich die Lösung zuschicken, aber ich habe die Lösung ja schon bereitgestellt, damit können die Kinder einfach nicht anfangen, die brauchen dieses live vorgeführte, und das bietet eben Zoom. Ich war mit mehreren Geräten drin, ich konnte einen Bildschirm teilen, ich konnte zeigen, was ich geschrieben habe, sie haben mich selbst gesehen, also ich bin da wirklich begeistert von. Paul, ja. Könntest du etwas zu dem Unterricht machen, etwas sagen dazu, wie du den fandest? Wir haben auch neue Sachen erfahren. Könntest du ein bisschen was darüber erzählen, was dir gefallen hat, oder ob du weitere Vorschläge hast, was man noch machen könnte, was man besser machen könnte? Genau, also ich fand es eigentlich richtig cool, dass man sich gesehen hat gegenseitig und auch gehört hat. Mhm. Und dass halt der Lehrer jetzt nicht, also dass er auch was vormachen kann, dass er jetzt nicht einfach nur durchsagen, sondern dass man auch den Bildschirm teilen kann und dann halt auf GeoGebra zum Beispiel jetzt etwas den Bildschirm teilen kann und dass das dann alle sehen können. Genau, also wir haben neue Programme eingeführt, die ich wahrscheinlich auch während des Unterrichts nicht gemacht hätte, oder nur am Ende. Das konnten wir, weil genug Zeit da war. Wir hatten 5 Stunden in der Woche, jeden Tag eine Stunde. Und da ist dann Raum und Zeit für so etwas gewesen. Also, ja. Super. Würdet ihr nochmal zum Schluss auch etwas zu eurer Jitsi-Sprechstunde sagen? Ja. Ich finde das gerade einen sehr wichtigen Ankerpunkt, nochmal in der Schule zu sagen, man hat so eine Sprechstunde. Arne oder Viktor? Wir haben diese eigentlich als halbe Stunde geplant. Das heißt, es ist eine halbe Stunde. Wir haben das angefangen, weil genau das, was Viktor eben sagte, wir festgestellt haben, irgendwie fehlt uns die Nähe zu den Schülern. Und wir hatten auch den Eindruck, dass die Schüler diesen brauchen. Das heißt, sie haben dann im Sekretariat bei uns angerufen. Wir haben dann mit denen kommuniziert. Und dann kamen wir auf die Idee, eine Jitsi-Sprechstunde anzubieten. Sind jetzt inzwischen, also heute beenden wir den dritten Tag, die dritte Woche. Und werden dann wahrscheinlich, beziehungsweise ich habe gestern rumgefragt im Kollegium, und wir werden eine vierte Woche anbieten. Zu Anfang war das eher weniger angenommen, und inzwischen ist es so, dass wir alle Schüler, egal welches Alter, auch egal welche, ob Förderschüler, Gymnasiast, die nutzen das. Sprachanfänger, die nutzen das, und es geht oft gar nicht um wichtige Fragen, es sind ein paar technische Fragen, aber es sind einfach nochmal dieses Wir-Gefühl wird gestärkt. Und es ist eigentlich kein großer Aufwand. Man kann den Raum ganz leicht öffnen, man kann den Raum ganz leicht beibehalten. Es kostet uns kein Geld. Man braucht einen Computer, Chrome, und das war's. Ja, das kam gerade noch mal im Chat, auch die Bedenken Sicherheit, Datenschutz. Auf die Sachen würden wir gerne später noch mal eingehen. Es gibt zu Zoom auch die Alternative, wie ihr schon sagt, Jitsi. Es gibt aber auch noch weitere Alternativen. Genau, da würden wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, gerne zum Schluss. Und genau, dann schaut mal, ihr habt noch eine, glaube ich, eine letzte Folie, oder? Nee, die haben wir, haben den Ausblick, das hier. Ich weiß nicht, vielleicht können da, Viktor, soll ich es sagen, oder Paul, möchtest du was sagen, was ihr gesagt habt, als wir durchs Museum gegangen sind? Wir sind nämlich gestern virtuell durchs Museum gegangen, das konnten wir auf der vorherigen Folie sehen, hatten das für eine Stunde geplant. Und was machen wir jetzt? Oder auch Maria. Oder Maria, du hast das auch gerne. Jetzt sind sie etwas überfahren, weil das haben wir nicht abgesprochen. Nicht geübt. Also ich kann noch was dazu sagen. Gerne. Ja, also wir sind halt gestern durch das Museum gegangen. Herr Kirchner hat uns den Link dazu geschickt, dann im Chat. Und dann konnten wir halt frei oder auch
Herr Kirchner hat auch den Bildschirm wieder geteilt. Wir haben dann einen Arbeitsauftrag bekommen, dass wir eine Figur beschreiben mussten, was sie anhat und wie sie aussieht und so von früher. Und ja, dann konnten wir halt entweder selbst durchgehen und eine Figur davon aussuchen oder Herr Kirchner hat uns dann noch zwei vorgegeben, falls wir da nicht reinkommen. Genau. Also das war im Rahmen von Geschichte, hat mir das überlegt und das sind die Vatikanischen Museen, die einen sehr guten 360-Grad-Rundgang anbieten. Und das heißt, ihr habt dort die Kommunikationsplattform Zoom oder halt Jitsi genutzt, um da auch wieder in den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu kommen und auch mal einen Ausflug zu machen. Das heißt, so aus diesem Lernen mal auszubrechen und mal etwas Neues zu sehen. Ja, sehr schön. Jetzt halt, einen Satz will ich noch sagen. Ja, gerne. Und wir waren gestern so begeistert, dass wir uns mit verschiedenen Kollegen zusammengesetzt haben und beschlossen haben, dass wir das mit mehreren Museen jetzt machen werden und wahrscheinlich regelmäßig dann auch auf verschiedenen Plattformen und verschiedenen. Arne, es kamen gerade direkt auch Fragen dazu oder Viktor auch und Paul, ihr seid natürlich auch eingeladen, da im Chat jetzt zu antworten. Und in dem Sinne, vielen lieben Dank euch, Lea, Paul, Maria, danke, dass ihr so einen Einblick gegeben habt. Ihr seid auch gerne gleich nochmal aufgerufen, dass ihr nochmal eure Meinung mitteilt. Und Viktor, Arne, danke euch. Mit den Worten will ich jetzt übergeben an Berit und mit der nächsten Schule. Da freuen wir uns drauf, weiterzumachen. Danke euch. Und Arne, einmal bitte den Bildschirm wieder. Habe ich? Perfekt, danke dir. Vielen Dank. Und dann werfen wir den Ball aus Darmstadt nach Berlin zur Frau Marsch. Wunderbar, ja, wir sind gespannt. Ein bisschen teilen zu dürfen, wie es uns in den letzten Wochen ergangen ist. Und wir sind ein bisschen anders, konnten wir einsteigen, weil wir eigentlich mit Schulbeginn vor 8 Jahren gesagt haben, okay, unsere Schule soll einen digitalen Schwerpunkt haben und haben da unseren Weg in den letzten Jahren auch mit vielen Tränen, mit vielen Hürden, Sackgassen und so weiter gehabt, aber haben seit 3 Jahren an einer Lernplattform gearbeitet, It's Learning, das ist eine relativ große, und haben die relativ zügig vor 3 Jahren eingeführt, etwa so um diesen Zeitpunkt, und haben die bis nach den Sommerferien bei allen quasi ausgerollt gehabt und konnten damit, als es hieß, Schule findet so nicht mehr statt, sehr schnell einsteigen. Und ich will dazu auch gar nicht zu viel sagen, ich zeige da nachher sonst gerne noch ein kleines Beispiel daraus, aber das, was uns sehr schnell klar geworden ist, ist, dass wir, ich sag mal, diese technischen Dinge, wir haben schon auch Schwierigkeiten gehabt, die Server waren überlastet und die ersten 2 Wochen haben wir ganz schön geflucht und uns auch ganz schön geärgert, aber wir hatten trotzdem das Gefühl, okay, wir sind da relativ auf einem relativ guten Stand und haben dann sehr schnell angefangen zu überlegen, wie kommen wir in Kontakt und wie können wir das weiterführen, was wir sonst im Schulalltag, was uns wichtig ist, also vor allem die Beziehungen zu pflegen. Jetzt muss ich hier einmal, okay, jetzt sieht man es. Ich habe einfach mal, das hatten wir so vorbesprochen, mal zu berichten, was bei uns, was sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Und wir haben von Anfang an gesagt, als wir uns an dem letzten Schultag verabschiedet haben, dass wir uns mit allen Kollegen ganz, ganz regelmäßig treffen. Und das ist auch die große Rückmeldung in den letzten Wochen gewesen, dass das für uns verdammt wichtig ist, morgens gemeinsam zu starten. Und wir starten immer morgens um 8 mit einem Online-Meeting. Ich habe bewusst nicht hingeschrieben, mit was für einer Plattform wir das tun, um diese Datenschutzfragen nicht ganz so, ganz so offen zu kommunizieren. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten. Und der hat uns, der hat auch erst ganz schön geschluckt und zuerst gesagt, er würde dringend davon abraten. Und wir sind dann mit ihm nochmal in die Diskussion gegangen. Und er hat gesagt, zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in dieser besonderen Situation gibt er uns das quasi frei. Also auch wir machen das mit Zoom.
sind da auch ganz begeistert über all die Funktionen, auch Breakout-Rooms, wirklich in kleine Gruppenarbeiten gehen zu können und nutzen das auf allen Ebenen. Das heißt, wir starten morgens mit allen Kollegen und Kolleginnen als erstes in der Primarstufe. Um 8, 8.15 geht es dann weiter Sekundarstufe und ich verabschiede mich dann immer in dem einen Meeting und gehe zum anderen. Und das andere, was wir mit den Kollegen machen, was aber freiwillig ist, ist am Nachmittag nochmal einzuladen zu einer, ja, wir haben es genannt, Virtual Coffee Break. Und da kommen auch wirklich viele mit irgendwie ihren Kaffeetassen gut vorbereitet. Und da geht es wirklich nochmal nur um den Austausch, auch zu sagen, was läuft gerade zu Hause. Und das, wir sind ein relativ kleines Kollegium, haben sonst viel Kontakt zueinander und auch den wollten wir gerne weiterpflegen. Eine Besonderheit, die wir auch im normalen Schulalltag haben, ist, dass wir quasi als Lehrer, als Lernbegleiter, so wie die bei uns heißen, auch als Coach fungieren und immer wieder in 1-zu-1-Situationen mit den Kindern und Jugendlichen gehen. Auch das haben wir weitergeführt über Online-Meetings und haben das noch stärker als sonst, also auch in unseren Kollegiums-Meetings uns wirklich ausgetauscht, okay, haben wir alle erreicht. Das war uns ganz wichtig, auch als Schulleitungsteam zu sagen, okay, wir möchten gerne wirklich sicherstellen, alle irgendwie erreicht zu haben. Wenn die bei den anderen Formaten nicht auftauchen, nachzufragen und zu schauen, wo seid ihr eigentlich? Und zu wissen, okay, denen geht's soweit ganz gut. In der Grundschule, und da wird Frau Adamek und auch David, da werden die gleich ein bisschen was auch aus der Praxis erzählen. Die starten alle, also Klasse 1 bis 6 morgens mit einem Online-Morgenkreis. Auch den haben wir sonst im regulären Schulalltag als gemeinsamen Start und binden den Tag oder machen den Tag quasi rund mit einem Abschlussmeeting am Nachmittag zu unterschiedlichen Uhrzeiten in unterschiedlichen Klassen. Haben uns inzwischen auch ein bisschen eingegroovt mit den Geschwisterkindern, dass das nicht parallel stattfindet, soweit es möglich ist. Und zwischen diesen beiden, also Tagesbeginn, Tagesabschluss, gibt es häufig, je nach Klassenstufe, noch Online-Meetings in kleineren Gruppen, wo es wirklich nochmal um die Inhalte, Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter geht. Es gibt einen Lernbegleiter, der trifft sich in kleinen Gruppen und macht nochmal einen Englisch-Support. Für Deutsch haben wir das Gleiche. Also viele Dinge, die wir im Schulalltag haben, haben wir versucht wirklich jetzt umzuswitchen auf ein Online-Format. Und es können in allen Klassenstufen immer Ergebnisse eingereicht werden und die Lernbegleiter, also die Lehrer, korrigieren es dann und schicken es mit einem Feedback zurück, laden dann unter Umständen nochmal zu einem kleinen Meeting ein, wenn es da noch Dinge zu besprechen gibt. Und wie gesagt, Grundlage ist jeweils unsere Lernplattform. Klasse 7 bis 12, da haben wir relativ schnell entschieden, dass wir da nach dem normalen Stundenplan vorgehen und dass zu den Zeiten, wo sonst Chemie stattgefunden hat, wir unseren Schülerinnen und Schülern empfehlen, sich auch mit Chemie zu beschäftigen und dass auch unsere Kollegen in der Zeit für die Fächer zur Verfügung stehen, entweder ein Online-Meeting anbieten oder für Fragen über unsere Lernplattform oder zur Verfügung stehen, sodass da das ein bisschen anders strukturiert werden musste, weil eben die Kollegen nicht nur eine Lerngruppe haben, sondern eben die unterschiedlichen Klassenstufen. Und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, okay, eine Struktur vorzugeben, die den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, nicht alles selber planen zu müssen jetzt in dieser Zeit. Also, sondern auf den Stundenplan zu schauen, zu wissen, okay, ich habe nachher eigentlich Deutsch, da treffe ich mich mit der Lernbegleiterin online und die sagt mir nochmal, was jetzt dran ist. Genau, das ist so der Überblick über das, was wir tun. Und ich glaube, das große Aha-Erlebnis war für uns wirklich zu sehen, dass das, was wir in der Schulzeit, woran wir gearbeitet haben, dass sich das jetzt auszahlt. Also, dass wir sehr schnell da in guten Kontakt kommen. Auch wir haben, also auch die Eltern reagieren ganz ähnlich wie zu Schulzeiten. Die sonst sehr, sehr kritisch und herausfordernd sind, die sind das jetzt auch. Wir haben aber auch viele, viele positive Rückmeldungen jetzt in den letzten Wochen bekommen,
zu dem, was wir tun. Und auch das, ja, ist eine ganz, ganz schöne Sache. Ich würde noch einen kleinen Einblick geben wollen in unsere Lernplattform und dann gleich an Frau Adamek und an David auch übergeben. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hat geklappt, oder? Mit der neuen Freigabe, genau. Das war für die Kollegen in der Grundschule tatsächlich nochmal eine große Herausforderung. Wir haben eine Struktur vorgegeben und haben gesagt, bitte füllt diese Struktur mit den Inhalten. Und manche Lerngruppen haben das wirklich also mit wahnsinnigem Aufwand in den letzten Wochen betrieben. Und alle Informationen, auch gerade für die bei den Kleinen, wo es dann wirklich eher an die Eltern geht, zusammenzufassen. Also nochmal die Ansprechpartner deutlich zu machen. Das, warum ich die Online-Learning-Seite der zweiten Klasse genommen habe, ist, Achtsamkeit ist eine unserer Grundhaltungen. Und auch das haben jetzt angefangen, die ersten Gruppen in ihre Online-Morgenkreise mit einzubeziehen. Und auch wir im Kollegium haben gestern das erste Mal wieder eine Achtsamkeitsübung gemeinsam gemacht. Das machen wir, wenn wir real zusammen sind, auch, um am Anfang wirklich alle da zu sein. Und auch das war erstaunlich, wie das funktioniert. Klar, die Klangschale, die macht so ein bisschen, die ruckelt ein bisschen, aber es war einfach toll zu wissen, okay, wir sitzen alle gerade da und ja, konzentrieren uns nochmal ein bisschen auf uns und auf das, was ansteht. Nicole, ich würde jetzt eure nochmal aufrufen und dann an euch beide übergeben, ne, dass ihr ein bisschen erzählt. Super. Ja. Ja. Genau, das ist die Online-Learning-Seite von Lernjahr 6, die ich unterrichte im Deutsch-Part. Mein Kollege macht den Englisch-Part und wir haben uns uns überlegt, dass wir hier direkt zum Beginn unserer Seite die wichtigsten Informationen haben wollen. Also zum Beispiel habe ich jetzt gestern nochmal eingetragen, dass mein Meeting vorverlegt wird. Also für Fragen nach dem Meeting bin ich dann noch eine halbe Stunde zur Verfügung. Um 12 Uhr geht es dann bei mir weiter. Genau, und dann einmal bitte runterscrollen. Genau, und dann sind hier, das ist, also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Mein Kollege übernimmt so diese täglichen Aufgaben. Er hat dann halt für Mathe zum Beispiel, wo er sagt, da hat er tägliche Aufgaben, die auch täglich abgegeben werden müssen. Das unterteilt er hier halt immer wirklich in die Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Genau, einmal weiter runter. Dann kommt, genau, Deutsch ist, haben wir uns jetzt für Projekte entschieden, für Referate, die Kinder vorbereiten müssen. Das ist dann quasi die Form der Abgabe quasi, dass sie via Zoom auch ihre Präsentation, ihr Referat halten, wo sie dann auch den Bildschirm mit uns teilen, indem sie dann in den meisten Fällen über Keynote oder PowerPoint uns Präsentation zeigen und dann einfach ganz normal ein Referat halten wie vorab. Und das findet dann auch alles, wie gesagt, über Zoom statt. Und genau, und da jetzt auch in Navi und Gewi sind das zum Beispiel auch, das ist auch nochmal weiter unten. Es müsste jetzt gleich noch Englisch kommen vorher. Genau, das ist wieder von meinem Kollegen auch dieses tägliche. Dann, dass wir so einen kleinen Ausgleich haben, ne, dass die Kinder schon tägliche Aufgaben haben, die sie erledigen sollen. Und jetzt hier halt nochmal Units of Inquiry. Das ist halt Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Und da haben die Kinder jetzt die Aufgabe, sich hier von diesen Experimenten, welche rauszusuchen, die sie dann dokumentieren müssen mit Fotos oder Videos und dann eben auch via Zoom der ganzen Lerngruppe dann am Ende zu festen Terminen präsentieren. Da gibt es dann auch Abgabetermine und da treffen wir uns dann zusammen und darüber findet dann halt die Abgabe und auch die Bewertung der Aufgaben statt, die sie dann erledigt haben. Ja. David, erzähl du doch mal ein bisschen, wie euer Morgenmeeting so abläuft. Wie kommt ihr da so rein? Was passiert da? Also unser Morgenmeeting läuft so ab, dass Mr. Rock schickt uns einen Link. Dann gehen wir rein und am Anfang sprechen wir über, so, wie es uns geht, ob wir gut geschlafen haben und sowas. Danach fragt Mr. Rock, sagt immer, die Leute, die die Sachen nicht abgegeben haben, weil wir kriegen tägliche Sachen, Aufgaben, und die Leute, die das nicht abgegeben haben, sagt er dann. Und ja,
So läuft es eigentlich ab. Und ihr müsst immer raten, oder? Was im Hintergrund ist. Das machen. Ja. Habt ihr es heute erraten? Nee, noch nicht. Wir haben immer Zeit bis zum Ende des Tages. Box wird einen Hintergrund zu erraten, wo er gerade ist. Ja. Genau, das ist so ein Ritual geworden, auch im Kollegium, dass wir erstmal schauen, wer hat heute welchen virtuellen Hintergrund genommen und wer befindet sich eigentlich wo. Dann verrate ich es auch nicht, was es heute war. Ja. Das ist eine schöne Idee. Frau Adamek, Sie machen ja auch den virtuellen Call mit den Schülern, mit dem David, ne? Genau. Der macht das und Sie machen das auch super. Worum geht es ganz besonders Ihnen bei dem Austausch? Was steht da für Sie im Vordergrund? Also dadurch, dass wir uns das ja so aufgeteilt, also ich habe vergessen vielleicht zu sagen, ich weiß auch nicht, ob Frau Marsch das zu Beginn sagte, wir haben halt immer ein Lernjahr, wird immer in zwei Gruppen unterteilt. Und ich spreche morgens mit der einen Gruppe und mein Kollege mit der anderen, also ich auf Deutsch und auf Englisch und am Nachmittag, halt zum Ende des Tages, tauschen wir das eben. Und dadurch, dass mein Kollege eher die Aufgaben, die täglichen Aufgaben bespricht, ist er dann natürlich eher Unterricht, also auf Unterricht fokussiert. Und für mich ist es in den Meetings aber schon wichtig, dass wir halt viel im Austausch sind, wie es uns geht, dass wir erzählen. Wir hatten gestern zum Beispiel, ich glaube, über eine Stunde über unsere Pflanzen im Garten gesprochen. Und halt einfach für Fragen da, ne? Dieses typische, dieser Austausch, wie kommen wir voran, wo gibt es vielleicht Probleme, wo brauche ich jetzt doch nochmal Unterstützung. Und da sind dann die Gespräche sehr auf Frage, Antwort und berichtet mal. Und die Kinder helfen sich dann eben auch gegenseitig, ne? Wenn sie irgendwas nicht öffnen können, passiert natürlich auch, ne, dass dann irgendwelche komischen Geschichten mit den Dokumenten passieren, dass sie nicht vollständig sind und so. Und da helfen die Kinder sich dann immer auch ganz fleißig und sagen, ah, du musst mal da runterklicken und öffne das mal darüber und vielleicht guckst du hier, wo ich dann auch total raus bin, weil ich mich damit auch nicht auskenne. Also okay. Das ist immer ein total schöner, also ein super Miteinander. Irgendwie alle für jeden und jeder für den anderen. Das ist, das passiert dann bei mir in den Zoom-Meetings. Das heißt, Sie lernen dann auch so ein bisschen, wenn der David dreimal schneller klickt als Sie und weiß, wo sich was versteckt hat, dann können Sie sich das abschauen. Absolut. Die Kinder fragen mich auch manchmal, Frau Adamek, könnten Sie das vielleicht als, weiß ich, für eine Datei hochladen, wo ich dann auch immer passen muss und sage, es tut mir fürchterlich leid, aber ich kann es tatsächlich nicht. Okay. Was haben Sie denn in den letzten 6 Wochen selber gelernt? Mich neu zu strukturieren, habe ich tatsächlich gelernt, auf diese Art und Weise, also meinen Unterricht so zu organisieren, dass er auch über die Distanz funktioniert einfach, weil es ist ja doch nicht das Gleiche, wie wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sitzen und vor uns sitzen, dass wir einfach wirklich uns aufeinander verlassen können müssen, dass wir zuverlässig sein müssen. Ich habe gelernt, die Dinge so zu planen und auch die Bewertungen so ein bisschen anzupassen an die Situation, dass man auch einfach wirklich sieht, für die Kinder, gerade für unsere Kinder, es ist eine Ganztagsschule, es ist super schwierig, sich zu Hause zu mobilisieren, weil sie diese Hausaufgabensituation von Grund auf noch gar nicht kennen. In der 6. Klasse, die erledigen alles in der Schule, die haben ihre individuelle Lernzeit, quasi ihre Hausaufgabenzeit und für das, also dieses, das alles zu berücksichtigen und im Hinterkopf zu behalten bei allem, was man jetzt plant und erfordert und erwartet, dass man einfach die Dinge berücksichtigt und guckt, dass halt auch jeder seine individuelle Situation zu Hause hat, ne? Mit Geschwistern, vielleicht mit Eltern, die arbeiten gehen müssen, dass die Kinder halt teilweise vielleicht auch mal 1-2 Stunden alleine zu Hause sind, also bei den Großen jetzt bei mir, bei den 6. Klässlern. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die man, also man muss viel sensibler mit dieser Situation umgehen, mit diesem Zuhause lernen, als mit dem ganzen Material und mit dem Umgang miteinander, als es in der Schule ist. Mhm. Dankeschön. David? Ja? Was macht dir am meisten Spaß gerade? Das Ausschlafen. Sehr schön, fair. Ich habe aber auch schon gehört, also wenn ich das richtig verstanden habe und ich lerne auch jeden Tag was dazu, was die digitalen Tools angeht, wie ihr Unterricht macht, aber wie stellst du jetzt gerade deine Fragen an die Lehrer und auch an deine Schulkameraden? Wie geht das? Also wenn ich eine Kurzfrage habe, frage ich einfach über das Learning, aber wenn es etwas eher Längeres ist, dann frage ich einfach, ob wir ein Zoom-Meeting machen können und Und dann frage ich halt meine Frage dort. Dann fragst du deine Frage da. Und hast du das Gefühl, dass du im Moment mehr oder weniger fragst als früher in der Schule? Eher weniger. Spannend. Was glaubst du, warum das so ist?
Weil ich habe auch Unterstützung zu Hause, deswegen. Okay, das heißt, deine Geschwister und deine Eltern kriegen auch meine Frage, oder? Die lernen dann auch mit, wahrscheinlich. Ja. Ja, super. Frau Marsch, ich habe noch eine Frage an Sie. Wie nehmen Sie den Austauschbedarf denn in Ihrem Kollegium wahr? Was ist am wichtigsten? Also worüber wollen die Kollegen am meisten sprechen und wie werden Sie dem gerecht? Ein großes Thema ist natürlich immer, wie geht es weiter? Was sind eigentlich die neuesten Erkenntnisse? Ich weiß nicht, warum der mich nicht erkennt, wenn ich spreche, aber Sie hören mich alle, oder? Ja, das war nur können Sie sehen und hören. Dann ist gut. Wir sind leider in Berlin nicht gut mit Informationen versorgt. Unsere Hauptquelle ist der Twitter-Account der Senatsbildungsverwaltung. Und da erfahren wir die neuesten Dinge. Und so 3, 4, 5 Tage, manchmal auch erst viel, viel später, bekommen wir ein offizielles Schreiben an die Schulleitungen. Von daher ist das tatsächlich immer ein Thema, die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wann steigt welche Klasse ein? Wie geht das? Haben wir Maskenpflicht und so weiter? Und wie laufen diese organisatorischen Dinge? Das sind schon dringende Fragen, die Kollegen auch haben. Und das ist auch spannend zu sehen, trotz allem den Unterschied in der Grundschule und in der Sekundarstufe, wo es in der Grundschule noch viel stärker, da ist das Team noch, also die arbeiten sowieso in Zweierteams. Da habe ich das Gefühl, da ist dieser Zusammenhalt nochmal ein ganz anderer als in der Sekundarstufe, wo ja wirklich diese Aufteilung in die Fächer stattfindet, wo doch wieder jeder so ein bisschen stärker für sich alleine arbeitet. Die haben stärker die inhaltlichen Fragen und in der Grundschule ist ganz viel zu sehen und zu sorgen dafür, dass es, wie geht es dem anderen, geht es den anderen gut, singen gemeinsam Geburtstagslieder, begrüßen die Kinder, die immer wieder irgendwie mal rechts und links dazukommen. Viel, viel persönlicher Austausch, der da auch stattfindet. Vor allem in dem Coffee Break, oder? In der Kaffeerunde. Ja, genau. Ja, da bin ich selten dabei, aber Nicole, du bist, glaube ich. Ja, ich bin täglich dabei. Das ist dann halt wirklich einfach ein nettes Beisammensitzen. Und ich muss auch sagen, tatsächlich, auch wenn es die Distanz und nur der Bildschirm ist, man ist doch in seinem privaten Raum. Ne? Also man ist es doch eigentlich dadurch, dass man halt bei sich zu Hause sitzt, in seinem Garten oder in seinem Wohnzimmer, dass es doch sehr persönlich ist. Und ich glaube, die Erinnerungen, die man später an diese Zeit hat, sind trotzdem persönlicher Natur. Und ich glaube, dass man durch den Ort, an dem man sich selber befindet, da viel auch Privates mit reinsteckt in so eine Situation. Ne? Auch wenn es, wie gesagt, auf der Distanz eben basiert. Haben Sie das Wir verändert sich dadurch? Absolut, ja, total. Weil man sieht halt die Menschen eben auch in dem privaten Kontext in dem Moment. Ne? Und auch wenn es nur dieser kleine Bildschirm ist, ist es trotzdem schon intimer oder privater, wenn ich meine Kollegin im Wohnzimmer sitzen sehe, als wenn ich sie in der Schule treffe, auf dem Flur oder in der Mensa. Ne? Es ist also auf jeden Fall, es macht was aus zwischenmenschlich. Also das ist schon sehr, ja, privat, intim auch. Ne? Wenn man überlegt, man möchte ja nicht sonst jeden so in seine Wohnung lassen. Ne? Das ist schon, doch, das ist schön. Das macht, das ist sehr positiv. Toll zu hören. Schön. An der Stelle würde ich gerne die Julia Stettner von Accenture einmal fragen, weil die macht, weiß ich, virtuelle Meetings schon ganz lange und ganz oft mit ihren Kollegen und mit ihrem Team. Und das finde ich auch mal spannend zu wissen. Wie ist das für dich, wenn deine Kollegen da bei dir mit im Wohnzimmer sind und wie gehst du damit um? Wir sind mittlerweile, wie du sagst, so sehr dran. Hört man mich gut? Ich höre mich irgendwie mit Echo. Gut. Okay. Wir sind schon von Grund auf eigentlich so dran gewohnt, dass das jetzt für uns nicht irgendwie komisch war, plötzlich über virtuelle Medien nur noch kommunizieren zu müssen. Natürlich geht es uns allen schon auch ab, uns im Büro zu treffen, mal einen Kaffee miteinander zu trinken, sich einfach real in die Augen schauen zu können. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir sind daran gewöhnt und wir haben, glaube ich, so unsere guten Rituale gefunden, um uns sozial nahe
zu bleiben sozusagen, auch wenn wir uns jetzt gerade real nicht sehen können. Also wir haben beispielsweise jeden Morgen in unserem Team auch so ein kleines Daily Stand-Up, nennen wir das. Also das sind einfach 15 Minuten, in denen wir uns austauschen, was irgendwie am gestrigen Tag passiert ist, was wir für heute planen. Das sozusagen als so ein kleines Warm-up, um in den Tag zu starten. Wir haben jetzt auch schon teilweise abends so ja Team-Meetings oder Team-Events organisiert, wo die Kollegen dann ihre Gitarren auspacken und jeder mit seinem Gläschen Wein auf der Couch sitzt und man halt versucht, so diese Team-Events, die natürlich sonst im realen Leben stattfinden, im Virtuellen abzubilden. Mhm. Genau, und ich finde auch, dass ich, also meine Herangehensweise, wie ich die Kollegen jetzt sehe, ein bisschen verändert hat, weil, also viele meiner Kollegen habe ich halt noch nie live gesehen, weil die irgendwie in Indien sitzen, weil die in Rumänien sitzen. Und dadurch, dass aber jetzt dieses virtuelle Zusammenarbeiten so intensiv ist und man sich irgendwie schon so oft übers Video sieht, habe ich das Gefühl, dass ich die schon viel besser kenne, als wären sie sozusagen sonst auch im Büro. Also das ist durchaus was Positives, ja. Ja, super. Vielen lieben Dank dir für den Einblick auch nochmal da. Wir können das, glaube ich, aus unseren Organisationen auch bestätigen, das, was du gesagt hast, so diese Rituale schaffen. Das ist ganz wichtig, in den Austausch da zu gehen. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt nochmal die letzte Frage sozusagen an die Schulen einläuten. Da würde ich nochmal bitten, die Gutenberg-Schule, was Sie sich denn wünschen, um dieses Wir-Gefühl nochmal stärker bei sich zu betonen? Und was sind vielleicht auch Tipps, die man anderen Schulen mitgeben kann. Was hat wirklich richtig gut funktioniert? Was kann man sozusagen übernehmen von euren Beispielen? Also ich fange mit den Tipps an. Erstmal probieren. Das ist das Erste. Einfach probieren, Fehler machen und probieren. Das passiert. Zeit lassen. Wie gesagt, die Jitsi-Sprechstunde war zu Anfang. Wir hatten pro Tag vielleicht 3-4 Schüler. Die Kollegen saßen eine halbe Stunde zwischen. Ist die Zahl 5-fach, 6-fach, 7-fach so groß? Und dieses fördert auch gleichzeitig das Wir-Gefühl, dass die Schüler und auch die Kollegen, denn wir haben auch festgestellt, dass inzwischen die Jitsi-Runden, da trifft man sich dann. Weil, ach, der ist drin, dann gehe ich da auch nochmal kurz rein und oft ist es so, dass die Kollegen sich unterhalten, dann kommen Schüler dazu. Nochmal, es geht in diesem Fall oft nicht darum, Unterricht vorzubringen oder sowas. Es geht einfach mal das Gefühl, dieses Wir-Gefühl zu bekommen. Dafür ist dieses Jitsi da oder Teams. Wir benutzen Teams in den, als bei den Lehrern. Wir arbeiten mit dem Office 365-System. Und auch wir haben festgestellt, dass das Sehen wesentlich besser ist als nur das Hören. Mhm. Super. Also das wäre ein Tipp, auch für andere Schulen sozusagen, so Möglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten zu schaffen und einfach den Austausch über Unterricht hinaus. Ja, gerade in der Zeit jetzt. Denn die Unsicherheit ist bei allen da. Das, was eben angesprochen worden ist mit der Kommunikation, trifft, glaube ich, deutschlandweit einfach, weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Was wünscht ihr euch noch? Also was wollt ihr noch verändern? Vielleicht auch an eurer Herangehensweise, die ihr jetzt gemacht habt? Die Aufgabenstellung. Das ist jetzt mein persönliches Feedback. Das heißt, die Art und Weise der Aufgabenstellung hat sich verändert, jetzt schon. Und wird sich immer weiter verändern. Das heißt, zu Anfang war man so, dass man gedacht hat, okay, ich mache mal ein paar Aufgaben, die können die Kinder ausarbeiten und dann uns irgendwie zurückgeben. Und dass wir das regelmäßig in den Unterricht bringen, das heißt, die Digitalisierung regelmäßig mit kleinen Aufgaben, kleinen Projekten im Unterricht vertieft in verschiedenen Fächern drin haben und dann auch mal wirklich Zeit lassen. Das ist wieder das Wort. Also ich denke auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn die Schule wieder losgeht, ich hoffe bald, aber wahrscheinlich nicht, dass man die Kinder wirklich kleinschrittig heranführen muss. Wir können uns nicht auf die Eltern verlassen, dass die sich mit der Technik auskennen. Bei manchen ist das der Fall, bei vielen nicht. Und wir müssen also teilweise Kleinigkeiten, wie mit diesem QR-Code, das ist vom Zufall abhängig, was für ein Gerät die haben, oder auch mit Jitsi, mit dem einen Browser geht's, mit dem anderen geht's nicht. Also da sind ganz viele Feinheiten und da sind die Kinder aufgeschmissen und wir müssen die ganz, ganz kleinschrittig in Projekttagen, Projektwochen, also das sollten wir uns und werden wir uns auch auf die Fahne schreiben, die Medienkompetenz bei den erweitern und das ist cool, dass Pacemaker bei uns mithilft, dass da
die Medienexperten da sind. Aber ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz vordringlich, weil da kann ja auch wieder dieser Back, wie heißt das hier, das Coronavirus stärker zuschlägt in einem Jahr wieder. Und dann könnten wir wieder vor dem gleichen Problem stehen. Und ich hoffe, dass wir dann nicht mehr so überrascht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Eine Ergänzung? Ja. Ich entschuldige. Und zwar selbst die Technik nicht affinen Kollegen. Das heißt, selbst die Kollegen, wo man immer wieder Angst hat, auch von Seiten der Schulleitung zu sagen, oh, ich lasse das lieber, sind inzwischen so weit, dass sie es probieren und auch wirklich Fragen stellen, wenn es nicht funktioniert. Und wir haben bisher, ich kann gar nicht auf genug Holz klopfen, niemanden, der das wirklich ablehnt und nicht wahrnimmt. Super. Dann nochmal der Appell, Lea, Paul, Maria, danke an euch und bekräftigt auch eure Lehrkräfte weiter darin, solche Sachen auszuprobieren, gemeinsam mit euch. Und danke, dass ihr auch jetzt mit dabei wart. Und ich würde nochmal abgeben an Berit. Dankeschön. Gerne. Ja, Herr Huwald, vielleicht können wir die Frage auch gleich nochmal aufgreifen zum Kollegium. Ich glaube, da kam auch die ein oder andere Frage im Chat dazu. Und wenn Sie später noch Zeit haben, kann ich mir vorstellen, dass wir da noch ein, zwei Gedanken dazu austauschen. Das wär toll. Ich würde auch den Ball gerne nochmal nach Berlin rüberwerfen oder nach oben. Was ist Ihr bester Tipp, wenn Sie gefragt würden, was können wir, wenn das noch ein bisschen anhält oder wenn es wiederkommt und wir müssen wieder virtuell arbeiten, was ist Ihr bester Tipp für die Stärkung des Wir-Gefühls und die Aufrechterhaltung der Kommunikation? Ich bin ehrlich gesagt immer noch hin und her gerissen zwischen dem, ich sag mal, Auftrag, den wir als Schule haben, Inhalte zu vermitteln oder unseren Auftrag jetzt nochmal als ganz anderen zu verstehen und zu überlegen, okay, was kann man jetzt aus dieser Situation, also was kann man jetzt eigentlich draus machen? Und es ist jetzt, ich sag mal, nicht wirklich ein Tipp, aber mein großer Wunsch wäre, viel stärker jetzt zu überlegen, die eigentlichen Inhalte und die Vermittlung und all diese Dinge zurückzufahren. Und zu überlegen, welche, und das habe ich eben so verstanden bei Herrn Huwald, auch die Aufgabenformate sich anzuschauen. Also Arbeitsblätter abzuarbeiten, das motiviert nicht. Spätestens wenn da irgendwo noch steht, übertrage das in dein Heft. Dann ist bei meinem Sohn hier zu Hause, der nicht auf meine Schule geht, ist die Motivation so weit unten, dass der Stresspegel bei allen steigt. Und vielmehr zu überlegen, was können die Kinder, was können die Jugendlichen jetzt eigentlich gerade lernen, für das sonst keine Zeit ist? Also und sei das Kochen, einen Film drehen und was weiß ich. Wir haben eine Easter Break Challenge rausgegeben und gesagt, nutzt die Osterferien für irgendwas Kreatives. Und ein Junge hat mit seinem großen Bruder, gut, der Vater ist auch Architekt, da ist viel Support auch von zu Hause gewesen, die haben im Garten eine Kletterwand, also so ein Kletterpavillon gebaut. Wahnsinn. Eine andere Lernpartnerin, die hat ein eigenes Stück komponiert und so ein kleines Video draus gemacht. Also das, ja, mein Tipp an alle, ich sag mal, Verantwortlichen in den Bildungsverwaltungen wäre, rauszulassen oder zu sagen, okay, dieses Jahr, das fahren wir schon irgendwie wieder ein und sich auf Abschlussklassen oder auf Kompetenzen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind und nicht diese Lehrpläne irgendwie abzuarbeiten. Ganz genau, das denke ich nämlich auch. Deswegen war mir auch dieses Anliegen, dass die Kinder die Experimente zum Beispiel machen für den Navi-Unterricht. Die haben sich so gefreut, weil das einfach was Aktives ist, ne? Dass sie da so ein bisschen rauskommen aus diesem Sitzen und Schreiben. Und das zum einen und das andere, was ich einfach mir wünsche für alle oder was ich halt irgendwie an alle weitergeben wollen würde, was sie auf jeden Fall beherzigen sollten, ist zu gucken, dass man auf jeden Fall mit den Kindern irgendwie in Kontakt bleibt. Ne? Also, ich merke, es tut den Kindern so gut und die brauchen das. Und ich habe so viele Kollegen hier an staatlichen Schulen, die diese Möglichkeiten nicht haben und die sind halt quasi angehalten, gerade die Kinder alleine zu Hause zu lassen mit ihrem Stapel an Wochenplänen und Schulaufgaben. Und wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, wirklich mit den Kindern in Kontakt zu kommen, für sie da zu sein, für Fragen da zu sein, einfach für den Austausch, einfach für so eine emotionale Stärkung, einfach, dass sie das Gefühl haben, man ist trotzdem weiterhin da und verfügbar. Wenn man die Möglichkeit hat, in irgendeiner Form als Lehrkraft, finde ich, sollte das die oberste Priorität sein, in der Phase halt emotionale Unterstützung zu sein für die Kinder. Dankeschön.
Dann bleiben uns jetzt noch ein paar Minuten für ein paar Fragen aus dem Chat zur Beruhigung. Die Fragen, die wir jetzt nicht aufgreifen können, die können wir sehr gerne im Nachgang noch diskutieren und auch in einem FAQ zusammenstellen, was wir Ihnen später noch senden. Also es geht nichts verloren. Wir picken einfach mal 1, 2, 3 Sachen raus. Die Frau Kämmerer fragt, wie verabredet man sich denn eigentlich für eine Stunde? Wie geht das? Geht das nach Stundenplan? Victor, willst du? Okay, gut. Also zwei Möglichkeiten. Wir haben das einerseits also über die Homepage und über Instagram gebroadcastet, für die, die wir irgendwie direkt nicht erreichen konnten. Ich habe das bei meinen Schülern, die ich unterrichte, so gemacht. Ich hatte von meiner eigenen Klasse die E-Mail-Adresse und darüber habe ich den Eltern die Info zukommen lassen, wann es losgeht und wie wir in die Technik reinkommen können. Und ich hatte auch meine Telefonnummer dazu gegeben, damit, falls es nicht klappt, dass die Kinder mich oder die Eltern mich da anrufen können. Bei den anderen Eltern musste ich die Eltern alle abtelefonieren, E-Mails einholen und dann per E-Mail denen die Infos zukommen lassen. Und da trudelten die Schüler sehr, sehr langsam ein. Bei den anderen Klassen ist der Erfolg nicht so groß, wie das bei mir in der Klasse ist. In der R9A, wo die Lehrer drin ist, da klappt es auch gut, da sind mehr als 2/3 da. Die Schule entscheidet sich jetzt für ein Lernmanagementsystem, das, was sozusagen die Freie Schule Anne-Sophie jetzt schon vor 3 Jahren gemacht hat. Das ist auch nochmal der Hinweis an Sie, ist jetzt gerade eigentlich die richtige Zeit, mal zu gucken, welches passt zu uns und das mal auszuprobieren. Deshalb auch nochmal der Hinweis vielleicht nach Berlin. Wie machen Sie das, wenn Sie sozusagen schon ein Lernmanagementsystem wie jetzt It's Learning haben? Das kam ja gerade auch schon in der Präsentation so ein bisschen in diesem Live-View ein bisschen raus. Mit den Stundenplänen, meinen Sie jetzt? Genau, wann welche Konferenzen, in welcher Gruppe sozusagen sind, wer ist wann ansprechbar? Ja, also das ist eigentlich dadurch, wie gesagt, dass wir damit schon gearbeitet haben vorab und das ist auch das Kommunikationsmittel mit den Eltern. Ne? Darüber läuft alles, Einladungen und kurze Anmerkungen und die Kinder arbeiten auch damit. Von daher ist es uns allen vertraut gewesen. Und es war von Beginn an eigentlich relativ leicht zu sagen, um die Uhrzeit findet das statt, um die Uhrzeit findet das statt. Und dann hat unser IT-Kollege direkt Gruppenchats erstellt, wo die Lehrer mit den, also die jeweiligen Lerncoaches mit den Schülern in einem Chatraum sind. Und dann schicken wir morgens, sie wissen dann, um welche Uhrzeit die Meetings stattfinden. Und dann schicken wir immer den Link raus und dann loggen die Kinder sich ein zu den Zoom-Meetings. Mhm. Genau. In der Sekundarstufe, da haben wir ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt am Anfang und sind aber, glaube ich, am Ende der ersten Woche dazu übergegangen, dass die Lernplattform hat eine Kalenderfunktion und in die Kalenderfunktion genau reinzuschreiben, was wann stattfindet mit den Zoom-Links. Und das hat viele Rückfragen dann erspart. Mhm. Und wir haben durchgehend, ich bin in allen dieser Gruppen-Chats auch mit drin oder in diesen Lernjahr-Chats und bis auf eine einzige Klasse läuft es bei allen gut. Und da wissen wir noch immer nicht so richtig. Das ist so eine Kombination aus Eltern, Lernbegleitern, viel Vorgeschichte. Mhm. Auch das taucht dann wieder auf. Mhm. Ja. Noch eine abschließende Frage. Dann würden wir sonst den Rest im Off sozusagen gleich beantworten. Haben wir noch eine, Berit, die wir... Genau, vielleicht nochmal diese Frage des Kollegiums. Genau, die hätte ich jetzt auch ausgewählt, Koya. Zwei Köpfe, ein Gedanke. Mhm. Hier fragt der Herr Wim, wie verhindert man denn die Teilung vom Kollegium in die digital Affinen und die sich vielleicht noch nicht so daran trauen? Und ich kann mir vorstellen, dass die Frage vielleicht auch übergeht. Wir haben ein Kollegium, was durchaus der Digitalisierung nicht immer und nicht in jeder Person positiv gegenübersteht, sondern auch Bedenken hat. Wir haben als erstes gemacht, wir haben unsere iPads allen Kollegen zur Verfügung gestellt. Das heißt, nachdem das war, haben wir gesagt, nutzt die Zeit, lernt es kennen. Denn vieles von der Digitalisierung ist aus unserer Sicht einfach, man kennt es nicht und dann lehnt man es eher ab. Dann haben wir ein Gott sei Dank super Team, was immer für Fragen offen ist. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt dumme Antworten. Und die sind also wirklich toll. Das heißt, man kann denen eine Frage stellen und einen Tag
oder eine Stunde später oder 10 Minuten später kommt die Antwort. Die rufen an, telefonieren hinterher. Das heißt, das Kollegium hat hoffentlich nicht das Gefühl, alleine immer da, immer zu sein. Victor, ich glaube, du hast dich gemeldet? Nee. Achso. Aber das heißt, das Ansprechpartner muss es sozusagen geben, die, das war ja auch gerade bei der Lernplattform It's Learning, stand ja auch Ansprechpersonen für Technik oder für Inhalt, ne? Also sowas muss klar sein. Mhm. Ja. Genau, da haben wir Glück, dass wir im Kollegium Kollegen, also jemanden haben, der für den IT-Bereich komplett zuständig ist, wo man sich immer hinwenden kann. Der bietet auch so Meetings an, wo er uns dann irgendwie Dinge erklärt, wo wir halt merken, da kommen viele Fragen auf und da kriegen wir dann auch auf jeden Fall den IT-Support. Klasse. Ja, also was wir noch... Ein weiterer Vorteil, wir sind eine Schule in freier Trägerschaft und wir wählen unsere Kollegen selbst aus. Und als Schule mit einem Schwerpunkt auf Bilingualität und auf Medien ist das eben in den Bewerbungsgesprächen durchaus auch immer ein Thema. Grundschule, da war das bisher nicht, also da waren wir immer froh, wenn das schon irgendwie mit im Portfolio drin war. Und in der Sekundarstufe ist es klar gewesen, auch bei Einstellung, dass selbst wenn man da noch nicht so fit ist, dass man da relativ schnell fit gemacht wird von uns auch. Was wir noch am Überlegen sind, wir haben ja diese Museumsführung, die wir vorhin angesprochen haben, die geht ja weiter in der nächsten Woche, dass wir da weitere Kollegen bei uns in der Schule mit dazu einladen, dass sie sich das angucken können. Das läuft noch nicht perfekt, wir kennen nicht jede Figur, wir können nicht alles Fragen beantworten, aber die Kollegen können sich angucken, was man machen kann. Ich arbeite mit einem 10 Jahre alten Gerät, mit dem Handy noch dazu. Viel mehr Technik braucht man eigentlich nicht, dass die anderen Kollegen es einfach abgucken können, was kann man machen. Ich glaube, dieser Austausch ist auch noch wichtig, um sich da weiterzuentwickeln und da auch Ängste abzubauen. Ja. Also wir haben auch Schulungen angeboten über Jitsi, wie funktioniert Jitsi und so weiter. Auch das wird regelmäßig immer wieder gemacht. Okay, dann danke ich euch vielmals. Ich würde nochmal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen und einzubinden, was wir alles gesagt haben. Ich glaube, was so die drei wichtigsten Punkte, die wir heute mitnehmen, ist einmal diesen Mut zu haben, auszuprobieren. Jetzt gerade ist eine Zeit, wo viel Flexibilität auch da ist und wir einfach diese Freiräume, die wir zum Teil haben, nutzen können. Es ist aber auch ganz wichtig, das kam auch bei den Beispielen, eingeübtes zu nutzen, weil das einfach eine bestimmte Struktur dem Alltag gibt, dem Lernalltag und dem Austausch im Kollegium und was da einfach ganz wichtig ist, Rituale zu schaffen. Rituale zu schaffen, die für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte eine Struktur im Tag geben. Und ich glaube, da stimmen wir auch als Organisation zu, dass wir solche Rituale einfach brauchen, dass es uns gut tut, mit den Menschen auch mal nicht unbedingt über Arbeit zu sprechen, sondern auch über andere Sachen, zum Beispiel über die Pflanzen im Garten. Und von daher würde ich hiermit Danke sagen. Danke an die Freie Schule Anne-Sophie aus Berlin. Vielen lieben Dank auf jeden Fall David, dir. Schön, dass du da mit dabei warst und auch an die Lehrkräfte und an die Schulleitung. Genauso an die Gutenberg-Schule in Darmstadt. Lea, Paul, Maria, danke, dass ihr dabei wart. Und wir machen nächste Woche weiter. Und zwar haben wir uns nächste Woche am 4. Mai, übernächste Woche, genau, weil Feiertag ist, machen wir es an einem Montag, diesmal um 15 Uhr. Da gibt es das Thema Struktur im virtuellen Schulalltag, Tipps und Beispiele auch wieder von Schulen, also aus Schule und von Schulen. Am 8. Mai machen wir dann mit dem vierten Webinar weiter, virtuelle Teams, Schul- und Klassenführung neu verstehen. Am 8. Mai um 14 Uhr. Alle Informationen finden Sie auch bei uns auf den Homepages, beziehungsweise schicken wir Ihnen auch gerne nochmal im Nachgang zu. Damit würde ich diese Runde beenden. Vielen lieben Dank an das große Interesse, an die vielen Teilnehmenden in unserer Runde. Vielen lieben Dank, Berit, dass wir heute den Tag wieder gestalten konnten. Vielen lieben Dank auch da nochmal an Accenture, Julia Stettner. Schön, dass du dabei warst. Und wir bleiben jetzt hier noch im Raum. An alle anderen, die jetzt noch Fragen haben, können sich sozusagen noch an uns wenden. Ansonsten wünschen wir noch einen schönen Tag und Ihnen alles Gute. Thank you.